Das Thema, was wir anbieten an Essen, ist aus dem Küchengarten in die Gartenküche. So, wir versuchen so viel wie möglich lokal zu arbeiten, also regional, dass wir Sachen, Produkte aus der Region beziehen, aber auch saisonal, dass man so im Spargelzeit, dass es Spargel auf dem Menü gibt oder dass es auch Erdbeeren auf dem Menü gibt, wenn die fertig sind, aber nicht zur Weihnachtszeit oder im Herbst oder so, wenn es das nicht gehört. Das Café an der Gartenakademie ist außergewöhnlich, in dass es so grün ist und ruhig ist. Man ist 12 Minuten entfernt vom Kudamm, aber man hat diese eine schöne kleine Oase. Im Sommer kann man draußen sitzen unter die Kiefer mit den Füßen auf dem Rasen. Im Winter in die Gewächshäuser, es ist schön hell, umgeben von Blumen und Pflanzen, dass man das Gefühl hat, so Frühling ist gerade um die Ecke. Man kann hier schon so ein bisschen Frühlingsduft einatmen. Das Café ist täglich geöffnet, aber man kann es auch mieten für bestimmte Events, für Hochzeiten oder Geburtstage. Entweder so tagsüber, dass man einfach die Teile der Gewächshäuser mietet, aber wir organisieren auch oft abends größere Veranstaltungen. Und es ist das schön, weil dann kann man so abends in die Sommermonate noch draußen rumlaufen mit seinem Gläschen Champagner in die Hand und dieses schöne Abendlicht hier auch genießen auf dem Gelände, was immer was Besonderes ist.